sehr erfolgreiche Universität. Wir haben einen kommunikativen Campus, kurze Wege und vor allem sehr engagierte Studierende. Und natürlich, wir sind die schönste Campus-Uni Deutschlands. Der Ökonomiekongress ist natürlich für die Universität Bayreuth ein wunderbares Aushängeschild, was weltweit ausstrahlt. Und es zeigt vor allem etwas, worauf es mir als Präsident ganz besonders ankommt, dass man bei uns eben nicht nur studiert, sondern sich über das eigentliche Studium hinaus engagiert. Und die Personen, die den Ökonomiekongress organisieren, bringen wirklich deutlich mehr Engagement, als nur für das Studium notwendig ist. Und das ist mir besonders wichtig. Von den 7 bisher abgelaufenen Kongressen, der 8. steht da vor der Haustür, habe ich jeden einzelnen besucht. Aufgrund meines begrenzten Zeitbudgets natürlich nie durchgeht, was ich sehr bedauere. Ich würde kein besonderes Highlight herausgreifen, sondern ich finde, der Ökonomiekongress als solcher ist schon ein ganz besonderes Highlight. Vom letzten Ökonomiekongress habe ich sofort vom Stand weg einen der Redner für mein Kuratorium verpflichtet, weil er so hervorragend war. Wir haben über den Ökonomiekongress auch als Universität noch unsere Kontakte zum Beispiel zu BASF und anderen Firmen weiter festigen können. Also da gibt es ganz viele Highlights, die man im Einzelnen nennen kann. Und natürlich jedes Jahr wieder die bezaubernde Moderatorin Romy Hart. Der Ökonomiekongress hat jedes Mal eine wunderbare Atmosphäre, insbesondere aber gute Themen und tolle Referenten. Und man kann jedes Mal aus Bayreuth dann auch etwas für das Studium, für die Arbeit, für die Fortentwicklung des Unternehmens mitnehmen. Und das finde ich besonders wichtig. Freuen Sie sich mit mir auf einen wunderbaren 8. Ökonomiekongress. Und ich hoffe sehr, Sie dann auch in Bayreuth alle persönlich begrüßen zu dürfen.